hast du Business angefangen? Mit 4 Jahren. Mein Vater hat sich damals eine Tischtennisplatte gekauft. Der hat im Keller gestanden und seitdem habe ich täglich gespielt. War jetzt noch kein richtiges Training. Ich habe viel fürs Ballgefühl gemacht, so Ballübungen hochhalten oder Spin geben oder auf dem Tisch so streicheln. Aber jetzt nicht nur Tischtennis gespielt, aber auch viel fürs Gefühl gemacht. Meisterschaften. Da bin ich nur Zweiter oder Dritter geworden in der Anfängerklasse. Noch nie Vereinsmeister geworden. Nö, hatte ich eigentlich nie. Klar hat man irgendwelche Spiele immer gemocht. Waldner damals oder Persson oder Boskopf. Aber jetzt, dass mein Vorbild war, das war eigentlich nie der Fall. Als ich 15 war, bin ich nach Gönnern gewechselt. Damals noch 2. Bundesliga. Und mit 14 bin ich nach Gönnern. Und ja, wir sind gleich im ersten Jahr aufgestiegen in die erste Bundesliga und an Nummer 6. Und ja, dann im Jahr drauf habe ich dann an Position 4 in der ersten Liga gespielt mit 15. Ja. Mein erstes Länderspiel, wo ich mit dabei war, wo ich nicht gespielt habe, nur nominiert, war ein Europaligaspiel gegen Frankreich. Aber wann das genau war, auch so 15 ungefähr. Mein erstes großes internationales Turnier habe ich 97 in Manchester gespielt bei der WM. Da war ich 17. Ja.
Okay, ich war seitdem ich 8 bin bei Helmut Hampel, meinem Heimtrainer, und okay, was er immer gesagt hat, das hat für mich gezählt, ja. Und, aber man hat sich immer vor der Saison abgesprochen oder man hat viel Kontakt miteinander gehabt im Deutschen Tischtennisbund, dass da jetzt nichts anderes gesagt wurde, ja. Ja, ist sehr ehrgeizig, sehr motiviert, kann auch gut motivieren. Und ja, ist jetzt nicht nur Trainer für mich, ist auch irgendwo eine Vertrauensperson geworden, weil wir uns jetzt schon so lange kennen. Und zu ihm habe ich 100%iges Vertrauen und das ist, denke ich, auch wichtig in einer Spieler-Trainer-Beziehung, dass man dem Trainer alles glauben kann und sich voll auf ihn verlassen kann. Nö, ist, denke ich, eine ganz gute Mischung bei ihm. Klar, er lobt mich viel, aber er sagt auch, wenn was nicht gut ist. Und so muss das, denke ich, auch sein. Das hat zum einen den Grund, dass ich, ja, wenn ich den Finger ein bisschen weiter nach oben nehme bei der Vorhand, einfach mehr Handgelenkeinsatz, ja, machen kann. Und bei Rückhand, ja, nehme ich den Daumen immer ein bisschen nach oben, um einfach ein bisschen mehr Druck auch auf den Ball geben zu können, auf den Schläger. Und dadurch bekomme ich auch mehr Spin. Ja, dass ich möglichst tief stehe, damit ich schon möglichst weit unten stehe, dass ich schon in der Ausgangsposition bin. Wenn ich jetzt zu eng beieinander stehe, dann muss ich erst noch runtergehen, um zu schlagen. Und das dauert eigentlich schon zu lange. Aber beim Rückschlag ist es wichtig, dass man früher am Ball ist und dann den Gegner überraschen kann. Und wenn ich mich selbst dann noch, ja, mich erst runter bewegen muss und dann noch vor und dann noch in den Arm, dann ist der Ball schon hinten an der Umrandung. Wir halt immer möglichst variabel zu schupfen. Mal lange Vorhand, mal kurz in Mitte, mal lange in Rückhand. Der Gegner darf nie wissen, wo der Ball hinkommt. Jetzt stellt er sich zu sehr drauf ein und dann kommen immer harte Topspins oder harte Flipbälle.
deshalb, man muss einfach sehr variabel spielen und ja, auch viel mit dem Handgelenk antäuschen, wo man hinschubt. Immer im letzten Moment. Und das ist das Wichtigste am Schubsen. Ein Schubsball darf einfach kein Notschlag sein, sondern muss eigentlich auch eine aggressive Waffe sein. Ich kann eigentlich jeden Aufschlag kurz legen. Viele denken immer, ja, man kann nur Unterschnittaufschläge kurz legen, man kann auch Überschnittaufschläge kurz legen. Man muss einfach immer nur den Winkel finden. Ich zum Beispiel treffe den Ball beim Schubsball immer etwas seitlich, ja. Dann nehme ich einfach die Rotation aus dem Ball vom Aufschlag und ja, so kann man auch Überschnittaufschläge kurz legen. Immer den Ball ein bisschen seitlich treffen, um den Schnitt zu neutralisieren. Ja. Flip ist ähnlich wie Schopf. Es muss kein unglaublich harter Ball sein. Reicht auch, wenn man den Ball gut platziert, beziehungsweise halt im letzten Moment immer ja, ein bisschen antäuscht. Ja. Das bringt die Gegner oft schon in Verlegenheit und dann bekommt man ja eigentlich immer einen guten Ball, um weiterzuspielen. Ich zum Beispiel riskiere jetzt nie so viel bei einem Flipball. Ich benutze den Flip eigentlich immer nur als Vorbereitungsball für den nächsten Ball, für den Topspin danach. Außer der Ball liegt natürlich sehr hoch, dann kann man natürlich auch festspielen. Ja, ich versuche immer den Ball möglichst früh zu treffen, vor dem Körper zu treffen und ihn trotzdem immer noch zu streicheln, ne? Immer noch möglichst viel Effekt geben. Handgelenkeinsatz ist auch sehr wichtig. Das sind immer so die Grundsachen, die ich mir immer merke und auf die ich immer achte und der Rest kommt eigentlich immer von ganz allein. Ich denke mal, mein Topspin, egal ob mit Vorhand oder mit Rückhand, hat sehr viel Spin und ja,
mehr als der normale Spieler, denke ich mal. Und da haben die meisten sehr viele Probleme mit. Ich spiele jetzt gar nicht so fest wie andere zum Beispiel, aber ich spiele halt mit sehr viel Spin und ja, oft werden da drauf direkt Fehler gemacht oder ich bekomme halt hohe Bälle zurück, die ich dann danach dann fest nachspielen kann. Und so ist eigentlich auch mein Spielsystem aufgebaut. Ja, ich lasse den Ball immer etwas tiefer fallen, als wenn man den Ball jetzt festspielt. Und muss halt ja, diese Beschleunigung bekommen. Und, ja, praktisch wie wenn man festspielt, genauso schnell muss die Bewegung sein. Man darf halt den Ball nicht fest treffen, sondern nur streicheln, ganz sanft. Und das muss man halt viel trainieren, das ist nicht einfach. Aber mit viel Training kann man das lernen. Ja, ich habe mit 4 Jahren schon ja, zum Beispiel immer mit dem Schläger so einen Ball über den Tisch gerollt, immer so hin und her. Dadurch habe ich dieses Gefühl bekommen. Genau, immer vom Körper die Rückhand spielen, Schulter vor ist wichtig, Ellenbogen vor und dann muss auch auf einer Linie bleiben. Da darf jetzt nicht so rumwackeln, immer auf einer Ebene. Sobald man nämlich hier anfängt, da verliert man hier schon diese Stabilität, ja. Hier hat man keine Stabilität mehr, hier kann man den Ball nicht mehr kontrollieren. Hier hat man eine gute Führung. Thank you.
unser Berufspunkt geworden von der Boxen. Das ist sehr schwer. Ja, das ist ein sehr schwieriger Schlag. Man muss halt erstmal erkennen, was der Gegner für einen Topspin gespielt hat, ob er viel Spin hat, ob er ihn hart getroffen hat. Und danach richtet sich eigentlich immer die Schlägerposition oder ob man ihn früher oder später trifft. Zum Beispiel ich spiele so, wenn der Gegner mit viel Spin spielt, dann lasse ich den Ball immer erst ein bisschen ausspringen und treffe den Ball etwas später und ziehe nicht ganz so fest. Wenn der Gegner fest zieht, dann probiere ich den Ball früh gegen zu treffen und ja, auch möglichst fest dagegen. Ich mache einen kleinen Trick, dass ich immer das Handgelenk natürlich stark anwinkle und ja, eigentlich mal ein bisschen Seitspin noch ein bisschen reingeht und da nehme ich ein bisschen den Effekt raus. Ja, manchmal ja, treffe ich den Ball gar nicht richtig, sondern ja, gibt dem Ball eigentlich fast einen Unterschnittball zurück. Dazu braucht man natürlich viel Gefühl, aber so kann man eigentlich jeden Topspin gegenziehen. Und dann ist halt noch wichtig, auch immer der Handgelenkeinsatz, der darf halt natürlich nie fehlen. Weil sonst fliegen die Bälle zu gerade, eigentlich immer drüber oder ins Netz, wenn man kein Handgelenk benutzt. Ja, der moderne Spieler ja, spielt eigentlich gar keinen normalen Block mehr wie früher, dass man den Ball so hart trifft, sondern man spielt immer ein bisschen Topspin. Ist einfach sicherer und effektiver, man übt einfach mehr Druck aus und ja, kann dann ja, das Spiel wieder übernehmen, ja. Auch wenn man ja, eigentlich passiv im ersten Moment ist. Und das ist heutzutage das moderne Spiel, aus dem passiven Spiel raus in das aktive wieder reinkommen. Und ja, es ist einfach immer ein bisschen Handgelenkeinsatz beim Block. Das reicht schon. Muss keine lange Bewegung sein, einfach ein bisschen über den Ball gehen.
Ja, ich denke, es ist für jeden wichtig, einen guten Aufschlag zu haben, dass man gut ins Spiel reinkommt. Weil, ja, heutzutage hat jeder Topspieler gute Aufschläge und er macht immer mindestens 1-2 Punkte bei seinem Aufschlag. Und dann hat man natürlich sehr viel Druck beim Rückschlag, wenn man ja, keinen guten Aufschlag hat. Und deshalb vereinfacht das eigentlich das ganze Spiel, wenn man einen guten Aufschlag hat. Tischaufteilung nimmt 2/3 Vorhand, 1/3 Rückhand. Das ist so erstmal der Grundgedanke. Ja. Und wenn man natürlich ganz viel Zeit hat, dann kann man schon mit Vorhand und Rückhandseite spielen. Aber ja, man muss einfach einen Rückhandschlag drauf haben, um in der Weltspitze mithalten zu können. Weil heutzutage wird einfach zu schnelle Rückschläge und das schafft man einfach nicht mehr, nur noch mit Vorhand zu spielen. Selbst die Penholder lernen jetzt alle mit Rückhand zu spielen und daran sieht man das schon. Man muss einfach möglichst tief immer stehen, das ist wichtig. Und Gewichtsverlagerung ist wichtig, immer in den Ball reingehen. Und ja, ich habe in Japan jetzt viel gesehen, dass es immer noch diesen Überkreuzschritt gibt. Der ist eigentlich ja, nicht mehr modern, außer man ist halt weit hinterm Tisch und muss wirklich von der Rückhand in die tiefe Vorhand laufen, dann kann man das machen. Aber wenn man am Tisch spielt, dann gibt es eigentlich immer nur so kleine Ausfallschritte. Die müssen reichen. Und wenn man nämlich überkreuzt, dann fällt man immer den Oberkörper auch zur Seite. Und man muss immer stabil sein im Oberkörper. Und so kann man immer noch ja, stabil bleiben. Spannung halten.
vor allem, denke ich, wenn die Technik noch nicht so, noch nicht optimal ist, dann ist Ballarmer-Training auf jeden Fall sinnvoll, weil man bekommt die Bälle einfach gleichmäßiger, als wenn jemand blockt oder wenn man mit einem Partner spielt, kommen die Bälle immer genau auf den Platz. Ja, man kann einfach genauer trainieren und effektiver, sage ich mal, auch wenn es um Techniksachen geht. Ich zum Beispiel mache auch immer wieder, ja, muss immer nicht lang sein, so 20 Minuten Ballarmer-Training, einfach um meine Technik wieder zu stabilisieren, damit die wieder sauber wird. Alle Spiele sehr klar gewonnen, immer 4-0. Man hatte dadurch ja, noch keinen Kampf so richtig gehabt. Und okay, ich war trotzdem sehr gutes Spiel. Werner war auch gut drauf gewesen. Wir hatten uns sogar vor der EM zusammen vorbereitet in Österreich und waren beide eigentlich in Topform. Und ja, das hat man, denke ich, auch beim Spiel gesehen. Nur gute Ballwechsel. Und Werner hatte ja eigentlich schon so gut wie gewonnen gehabt, 3-2 geführt, Matchball, glaube ich, gehabt. Und ja, ich habe mir das Spiel dann einfach reingekämpft und das war für mich eigentlich schon so, jetzt wenn ich nach dem Turnier so auf das ganze Turnier schaue, das Finale gewesen, das beste Spiel. Im Finale, okay, ich habe vorher gegen Kreanga immer sehr gut gespielt und hat ein gutes Selbstvertrauen gehabt. Und Kalin hat trotzdem sehr gut gespielt. Der 14 war das große Finale überhaupt, deshalb. Für mich war wichtig, dass ich vorher das Europacup 12 gewonnen hatte, weil ich da ja, viele gute Spieler geschlagen habe, auch Samson noch im Finale. Und daran habe ich gesehen, dass ich auch gegen die Guten auch bei einem großen Turnier gewinnen kann. Und deshalb war es schon vor der EM mein Ziel, eine Medaille zu holen, dass ich gewinnen kann. Okay, ich war Mitfavorit. Aber mein Ziel war jetzt nicht zu gewinnen, sondern eine Medaille zu holen. Beim Belegen ist für mich wichtig, dass wir die richtige Härte haben. Das ist ja, der entscheidende Punkt, dass die Belege guten Katapulteffekt haben.
mein Holz. Okay, mein Holz ist recht hart, aber man hat trotzdem ein ganz gutes Gefühl noch damit. Holz, ja. Holz ist für mich wichtig, dass es möglichst hart ist, damit es nicht so viel vibriert, aber dass man trotzdem noch ein ganz gutes Gefühl hat und auch recht schnell sein muss. Ich spiele ein bisschen Golf, wenn ich mal Zeit habe. Internet, Homepage und allgemein Elektronik ist so ein bisschen mein Hobby. Tauchen im Urlaub. Schlecht. Eigentlich zu peinlich, um es zu sagen. Handicap 29. Ja, ich hoffe, ich mache das Video hoffentlich Spaß vor allem. Aber es soll euch auch helfen in Sachen Technik, in Sachen Trainingseinstellung, Wettkampfeinstellung. Und ja, ich hoffe, dass ich da dabei ein ganz gutes Vorbild bin. Und viel Spaß dabei. Musik.